Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gems of War. Ja, mir wurde berichtet, ich kenne ja gleich mal die Kommentare, die aufgeschriebenen Kommentare auch. Und das Game hat gerade richtig Probleme, muss ich sagen. Ich habe ewig gebraucht, um reinzukommen. Ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht auf weiteres aus. Ach Leute. 1500 Gold. Okay, wir machen es mal weiter und währenddessen quatsche ich so ein bisschen. Die Rebellion ist zu groß. Der Kaiser kann unmöglich gewinnen. Wir können allerdings eine Sache für ihn tun. Wir können so tun, als ob wir ihn töten und unterlassen ihn verschwinden. Kein Aber. Er wird die Weisheit an dem Plan schon erkennen. Komm schon. Schleiche dich in den kaiserlichen Palast, betritt leise den Palast. Ist doch bestimmt eine Falle. Ja, kommenden Freitag soll ein neues Königreich kommen, das 34. Königreich. Und das ist wohl ein Grund, warum es kein Achievement für genau das gibt. Ich habe mich ja letztens gewundert, warum es denn kein Achievement gibt, wenn ich alle Königreiche habe. Einfach aus dem Grund, dass immer wieder neue Königreiche nachkommen. Ist doch logisch. Ne? Und am Freitag soll ein neues Königreich kommen. Suche nach den Gemächern des Kaisers. Halt! Im Namen des Kaisers. Und ja. Nächsten Freitag, wenn das neue Königreich kommt, brauchst du Goldschlüssel für die neuen Truppen. Ja, gleich. Wunderbar. Keine Extra Turns, darfst du nicht. Meine. Also wenn du keine hast, kann man auch dafür Gold ausgeben, jetzt wo du alle Königreiche Max hast. Goldschlüssel sind außer am Anfang, bis man alle Truppen da hat, nur da, wenn die neuen Königreiche kommen, um die 2 bis 3 neuen Truppen zu bekommen. Ja. Und halt um in der Gilde Gold zu spenden. Na, dafür sind die auch da. Wir sind der Palast, wir müssen seine Gemächer finden. Folge mir, er wird in den luxuriösesten Räumen sein. Natürlich bin ich mir sicher, der Kaiser wird wohl kaum in einer alten Baracke schlafen. Tatsächlich. Dem folge ich. Und hier ist er im einfachsten und schmucklosesten Zimmer des ganzen Palastes. Er riecht sogar nach einem Manticore. Ich bin ein Vagar, Schlaumeier. Ich kann es aus 2 Meilen Entfernung riechen. Nun komm schon, du haust ihn kaum und ich werde ihn dir wegschaffen. Täusche den Tod von Kaiser Korwasch vor. Besiege Kaiser Korwasch. Lass es gut aussehen. Genau. Das heißt also 150.000 Gold. Waren es, glaube ich, gewesen, brauchen wir für das König-Upgrade und dann quasi noch die Goldschlüssel. Also, ah, da lädt schon wieder durch. Powering up. Nach Ninjas Ausschau halten. Stupse die Wichtel. Ah, wie ich das hasse. Da will man einmal am Tag aufnehmen und dann so eine Scheiße, ja. Voll nervig. Voll nervig. So, Kaiser Korwasch ist ganz unten. Und der einzig Überlebende nur noch, aber auch den können wir vernichten. So, und dann gucken wir gleich noch was. Bei einer Mythic sollte man die letzten 2 oder zumindest das letzte Level mal in einem kleinen grünen Orb machen, wenn man hat. Die grünen Orbs sind sonst für nichts zu gebrauchen. Da ist es sinnvollste, eine Mythic von Level 18 auf 19 oder von 19 auf 20 zu leveln. Oder noch eine legendäre auf 20, da spart man ungefähr 1000 Seelen. Ist gut, gucken wir nämlich gleich mal nach den Orbs, die wir haben. Wenn das dann nochmal wieder funktionieren sollte. Gut gemacht, hat sehr echt ausgesehen. Nun muss ich ihn nur noch wegbringen. Er ist echt schwer. Natürlich, Rüstung, ich werde ihn hier ausschaffen und dich dann bei den Stadttoren treffen. Und wenn ich fertig bin, werde ich mich dir anschließen. Du kannst wirklich gut kämpfen. Das war ein anstrengender Tag. Ich habe ein Kaiserreich gestürzt und ein Kaiser gerettet. Oh, wir warten, bis die Sequenz kommt. Ist schon echt nervig. Hmm.
Ich warte. Nein, ich will nicht wegdrücken. Kann ich auch nicht, das ist auch völlig egal. So, was haben wir denn vor einem Tag? Ja, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Quest already completed, danke. Ich weiß. Dieses Game hat Ladehemmungen, hm? Servers are experience degraded performance. Ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas nicht so richtig läuft, ne? Ja. Gut, Kaiserreich Leon ist abgeschlossen und gleich einen weiteren Stern bekommen, weil wir irgendwas abgeschossen hatten. Was brauchte ich denn eigentlich dafür noch für Karakot für den fünften? Ach so, Dingensen, ne? Legendäre Einheit, das war der Schrott gewesen. Wo hatte ich mich denn sonst aufgerüstet gehabt? Hatte ich denn da irgendwo 4 Sterne hier für solche Länder? Was war hier? Schaltet Eigenschaften von 7. Ah ja, okay. Da überall fehlt noch was, ne? Fehlen 3 geheime Steine von denen hier. Achso, ich habe die Woche noch gar nicht bei Dings geschaut. Und letzte Woche glaube ich auch nicht. Geheimer Sumpfstein. Ein Schlangenbeschwörer. Wie noch rechtzeitig gekommen. Schlangenbeschwörer. Erschaffe 9 Diener Edelsteine, beschwöre eine Sandkobra. Geheimer Sumpfstein. Schade, dass man sich die Geheimsteine nicht irgendwie anders noch kaufen kann. Ein bisschen, für ein bisschen Gold oder so. Kann ich die ganze Zeit so farmen, das ist super ätzend, ey. So, wunderbar. Gewinne 25 gewertete PvP-Kämpfe am Arsch. 15 Edelsteine, naja. Naja. Gut, Kaiserreich Leon ist fertig, dann geht's auf zum nächsten. Shantang. Ich reiste nach Süden über die Berge der Divignon-Felder, bis ich mich schließlich ein wenig verlaufen hatte. Überall waren nur tiefe Täler und unpassierbare Klippen, bis ich plötzlich etwas vor mir erblickte. Es sah fast so aus wie ein seltsamer Drache. Huch! Finde den Weg hierfür, um aus dieser Bergengegend herauszukommen. Hätte höher mal einen guten Aussichtspunkt zu finden. Verlaufen, nicht wahr? Der Begleiter, den wir haben, hat sich anscheinend uns noch nicht vorgestellt. Und ich habe gerade so schnell gedrückt, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Ja, weit kommen wir in der Folge nicht, merke ich, ne? Gieße die Dryade. Ansonsten haben wir auch gar keine Kommentare mehr für Gems of War. Verstärke die schwarze Bestie. Na, irgendwann muss es ja mal zu Ende laden, ne? Würde ich sagen. Da. Habe ich überhaupt meine Rüstung an, damit ich mehr sehen kriege? Gucken wir gleich mal. Sehen wir eigentlich aber auch schon anhand der Anzahl der Seelen, die wir hier haben. So 80 müsste ich etwa bekommen, oder? Sieht aber auch ziemlich viel Gold aus. Jage den Drachen. Yao Guai.
Ja, da freut man sich doch, wenn das Ding nur zweimal lädt, ne? Und sich nicht ewig wiederholt. Für den ersten beiden Feinden 10 Schaden zu. Verstärkt dich wohl im Leben. Mana Surge. Oh. Ein Vierer-Turn mehr gewesen. Das längste in dem Spiel sind hier gerade echt die Ladezeiten, ne? Meine Güte. Endlich, ich habe den Drachen eingeholt. Interessant, sehr interessant. Du, und mit du meine ich einen Reisenden, nicht speziell dich. Ich bin mir sicher, dass du in der Tat wenig Konsequenzen hast. Aber trotzdem, was? Wenig Konsequenzen? Gut. Ich finde das mit den Ladezeiten gerade eher weniger geil, muss ich sagen. Deswegen werden wir hier erst einmal an der Pause an der Stelle eine Pause machen. Und dann weitermachen, sobald die Probleme gefixt haben. Können wir ganz kurz. Wollen wir was gucken, ob wir uns noch ein paar Belohnungen abholen können? Ja, in der Tat, Portal 7 können wir noch beenden. 30 Edelsteine, 4.500 Gold, 54 Seelen, 25 Diamanten. Sehr, sehr nice. Okay. Gut, liebe Freunde. Kurze kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.